willkommen zurück zu einem neuen Part bei Guild Wars. Wir machen genau hier weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben schon 5 der Angriffsbeweise erforscht. Wir haben jetzt hier noch den Kühlstab, die ETA-Waffe, Bohrer der feurigen Allianz und hier ein Bericht über den Angriff bei Drachengepolter und haben hier noch Omads Isolationsmodul. Ich würde sagen, wir machen mit dem Kühlstab weiter. Wir haben diesen Kühlstab aus dem Taumanova-Reaktorunglück geborgen. Er ist von Drachenmagie erfüllt. Ihr habt es gesehen, richtig? Der Taumanova-Reaktor. Was für eine schreckliche Katastrophe. Durch Alan Keels Nachforschungen wurde Scarlets Beteiligung als Spezialberater für die Inquestur aufgedeckt. Was sind Keels Schlussfolgerungen? Sie glaubt, Scarlet hat den Ort in die Luft gejagt, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Aber unter uns, das wäre zu einfach. Wenn wir annehmen, dass Scarlet Aktionen in Verbindung stehen, muss sie hinter irgendetwas her sein. Da habt ihr recht. Aber warum? Was hat Scarlet sonst noch gesagt? Hauptsächlich verrücktes Geplapper. Nun, das ist interessant. In Keels Bericht steht, dass Scarlet die Energie, die in den Reaktor floss, als Drachenenergie bezeichnet hat. Sie sprach auch von Leylinien, die über ganz Tyria verliefen. Es kommt also zu den Leylinien zurück. Wir wissen, dass sie aktiv Nachforschung über sie betrieben hat. Ich tendiere dazu, Keel zuzustimmen. Scarlet ist verrückt. Die Verbindung zur Inquestur macht mich argwöhnig. Ich würde wieder zu den Leylinien tendieren. Die Inquestur haben ein riskantes Experiment zur Zeitbombe gemacht, um zu untersuchen, wie sie tickt. Und sie haben neues Wissen über Leylinien entdeckt. Falls Scarlet das Wissen für ihren nächsten Angriff nutzt, kommt er bald. Okay, das war auch richtig. Dann machen wir hier mit der Scarlet Waffe weiter. Scarlet hat auf dem Gelände des Albtraumhofs ihre eigene Luftschiffswerft errichtet. Und sie hat der erstgeborenen Silvari Case schwer zugesetzt. Ein Grund für dieses Bündnis war die Entwicklung von Hybridwaffen mit maximalem Zerstörungspotenzial. Ich habe ein Gerücht gehört, dass Scarlet ein Geheimnis über Kaith kennt und sie damit unter Druck setzt. Habt ihr schon einmal davon gehört? Irgendetwas ist im Zwielichtgarten zwischen ihnen vorgefallen. Was wollte Scarlet dort überhaupt? Scarlet lockte Kaith zum Zwielichtgarten und stellte ihr dort eine Falle mit den Ätherklingen. Sie baut dort ein Luftschiff. Was geschieht denn eurer Meinung nach zwischen diesen zwei? Sie kennen einander, aber ihr habt Unrecht. Es war keine Falle. Kaith plündert die Luftschriftfabrik. Kaith und Scarlet bewundern beide den Albtraum. Was muss es sein? Nee, Kaith ist immer auf unserer Seite gewesen. Scarlet wollte einfach die berühmte Kaith von der Klinge des Schicksals kennenlernen. Vielleicht die Luftschifffabrik? Boah, das ist jetzt schwer. Ist sie als Spitzel da? Scarlet wurde einfach die berühmte Kaith von der Klinge des Schicksals kennen. Kaith und Scarlet bewundern beide die Albtraum. Sie kennen einander, aber ihr habt Unrecht. Das war keine Falle. Kaith plündert das Luftschifffabrik. Jetzt hat sie ein fortschrittliches Waffenarsenal. Und eine Luftflotte, die es vor Ort bringt. Keine Stadt ist auf einen Luftschlag vorbereitet. Nicht einmal Löwenstein. Unbedingt. War richtig. Ah, perfekt. Okay, nehmen wir den da. Das Drachengepolter war so festlich, bis Scarlets Himmelspiraten kamen und es Tote gab. Kiel hat die Ermordung des Ratsmitglieds Theo Ashford beim Drachengepolter wirklich gut dokumentiert. Ihr müsst diese Akte zurückbringen, ehe sie merkt, dass ihr sie mitgenommen habt. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Maitrin dachte, sie könnte einen Sitz im Kapitätsrat erhalten. Ich bin froh, dass wir euch an diesem Tag getroffen haben. Sie musste aufgehalten werden. Maitrins Ätherkling-Freunde haben sie gerade aus der Gefangenschaft der Luftgarde befreit. Das sind schlechte Neuigkeiten. Mai ist skrupellos und jetzt kann sie wieder ungehindert Scarlets Dreckarbeit erledigen. Mai hat Scarlet für ihre eigenen politischen Ziele ausgenutzt. Scarlet wollte die Schachfigur im Kapitätsrat. Genau. Theo Ashford hatte sich mit Scarlet zusammengetan. Sie verriet ihn. Nee, wer wusste denn, dass die alle irgendwie mit irgendwas bedroht wurden? Scarlet wollte jemanden aus dem Kapitänsrat töten, um Platz für ihre Kandidatin zu schaffen. Mit Trin im Rat hätte sie die Verteidigung der Stadt von innen heraus schwächen können. Der Plan ging schief. Aber Trin ist in die Nebel geflüchtet und hackt dort etwas aus. Okay. Vor fast einem Jahr hat die feurige Allianz die Zittergipfel angegriffen. Schaufler und Flammenlegion gemeinsam. Wer hätte das gedacht? Seht mal, wie sie das mechanische Wissen der Schaufler mit der Feuermagie der Flammenlegion kombiniert haben. Wir haben den anfänglichen Aufstand der feurigen Allianz verpasst. Aber ich habe gehört, dass ihr dort gewesen seid. Vielleicht könnt ihr mir erklären,
was die Schaufler und die Flammenlegion dazu gebracht hat, sich zusammenzuschließen. Ich glaube, es sollte der Entwicklung von magischen Technologien dienen. Haargenau. Schallwaffen in Kombination mit Flammenmagie. Sie haben Schaufler-Bergbauanzüge zur Verwendung als Char-Kampfrüstung umfunktioniert. Ich denke, dass sie abgesehen von den Waffen ein anderes magisches Schaltgerät entwickeln. Sieht ganz danach aus, dass sie einen Kampfanzug wollten, in dem sie sicher war, als Teile passen zusammen. Die Schaufler waren nur Kanonenfutter, mehr nicht. Sie war hinter der Magie der Flammenlegion. Ich glaube, es war mit das der da. Die Schalltechnologie der Schaufler kann man also unter der Erde sondieren. Und Scarlett hat mit den Sonden nach Leylinien gesucht. Sie sucht nach den Leylinien unter Löwenstein. Genau. Okay, jetzt haben wir das Ding noch von Olmars Institutionsmodell. Fräulein Delacroix ist wirklich sehr überzeugend. Der Rat lässt mich nicht einfach so eine Holokonferenz durchführen. Das verbraucht sehr viel Energie. Wir haben den angequatscht. Ich will doch aber das so, habe doch. Das Ding. Das ist Synergetik-Großmeister Omats Isolationsmodul. Die Silvari Chiara ging hinein, Scarlett kam heraus. Ich habe Chiaras Aura-Muster von vorher mit dem von nachher verglichen. Die Spaltung ist ausgeprägt und dramatisch. Ja, ich erinnere mich an Professor Omad. Er hat mich bei mehreren Polymog-Turnieren überlistet. Ich bin mir sicher, dass er geschummelt hat. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Er hat Ciara niemals in diesen Würfel stecken sollen. Was könnt ihr mir über diesen Würfel erzählen? Seine Aufzeichnungen zufolge soll der Würfel das Abwehrsystem des Verstandes ausschalten, um ihm wieder wie eine Tür zu öffnen und für die Wahrheiten der ewigen Alchemie empfängnis zu machen. Aber unser Verstand schützt sich aus gutem Grund. Omad muss die Vision gefälscht haben und Scarlett schenkte ihr Glauben. Der Würfel trieb sie in den Wahnsinn. Ihre Vision war nichts anders als die Zerrüttung ihres Verstandes. Als Scarlett über die offene Schwelle blickte, sah sie etwas und dieses Etwas blickte zurück. Vielleicht das da? Chiara traf auf etwas, das ihren Geist buchstäblich zerbrach. Aber dort war ja nur das, was sie mitgebracht hatte. Ich nehme an, sie kam mit einem Teil ihrer Psyche in Kontakt, den sie sorgfältig abgeschottet hatte. Vielleicht zu ihrem Schutz? Das kann sein. Es bedürfte weit umfassenderer Studien des silvarischen Traums, um detailliertere Rückschlüsse ziehen zu können. Was ich aber sagen kann, ist, dass sie bald zuschlägt. Glaubt mir, Scarlets nächster Angriff kann jederzeit losgehen. Das stimmt. Gehen wir die Beweise Hört euch durch. Marjorie's Chiara Fazit stieg an. In Omads Maschine, sah etwas Furchtbares und wurde zu Scarlett Dornstrauch. Als sie herauskam, war sie wahnsinnig, aber der Wahnsinn hat Methode. Wie wir von Taumanova her wissen, erforscht sie magische Energien und Leylinien. Sie hat mit Magietechnologie der feurigen Allianz nach Leylinien gesucht. Die gibt es, wie wir wissen, auch in Löwenstein. Sie hat eine eigene Armee aufgestellt. Kreid, Albtraumhöflinge, Piraten, Inquesturleute, Schaufler, Flammenlegionäre und natürlich ihre Mordmaschinen. Ihren Vasallen hat sie Macht, Mittel oder anderen Profit versprochen, um sie gefügig zu machen. Sie hat ihr Gift verändert, bis das Gegengift nicht mehr wirkte. Es könnte ein Heer vernichten oder eine Stadt. Maitrin bereitet die Ätherklingen in den Nebeln auf einen großen Angriff vor. In Löwenstein gibt es ein Nebelportal. Jory, ihr Ziel ist Löwenstein. Wir müssen Ellen warnen. Ich werde sie warnen. Ich melde mich, wenn ich was höre. Bereitet euch vor. Oh, wie. Es läuft alles auf einen einzigen verheerenden Angriff zu. Mögen die Götter uns gnädig sein. Okay. Das haben wir geschafft. Ich bringe immer etwas Großes zu Tage. Okay, das ist das nächste Story-Kapitel. Vor etwa 6 Monaten. Gucken wir kurz hier rein. Ich dachte gerade an nichts Flucht Böses aus Löwenstein. Lest den Brief. Sie hatte so ein Schild mit Aushilfe gesucht. Und ich suchte was als Aushilfe. Ihr kennt euch erst 6 Monate? Es wirkt, als wärt ihr schon länger zusammen. Aufgefallen war sie mir schon. In der Stadt. Ehrlich? Das wusste ich ja gar nicht. Die zwei. Ihr... Seid also ein Paar?
Wir befinden uns derzeit in Verhandlungen. Komm her, Frostbeißer. Was ist mit euch, Rox? Gibt's jemanden in eurem Leben? Nein. Da war mal jemand. Aber er ist tot. Tut mir leid. War er in eurem alten Trupp? Braham sagte, ihr seid ein Gladium. Braham redet zu viel. Nicht böse sein. Wir sind eure Freunde. Tja, wozu hat man Freunde, wenn nicht dazu, dass sie ihre Nasen in unsere Dinge stecken? Okay, wir dürfen mit Rox reden. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen, bevor ihr wieder loszieht. Esst und trinkt etwas. Sammelt neue Kräfte. Sehr gut. Aber hört mal, ich wollte euch etwas fragen. Wie ist euer Gefährte gestorben? Als eine Mine einstürzte, genau wie der Rest meines Trupps. Sein Name war Nonus Spitzfloh. Ich meine Nonus Spitzhacke. Spitzfloh war sein Spitzname. Wir haben ihn damit aufgezogen. Wir waren seit der Fahrer bester Freund. Es tut mir so leid. Wir waren der Spitztrupp, die beste Bergarbeiter weit und breit. Wir haben an jedem Tag mehr Erz gefordert als jeder andere Trupp. War es schwer für euch, so allein zu bleiben? Sie waren meine Familie. Ich vermisse sie immer noch. Jeden einzelnen von ihnen. Verstehe. Okay, wir haben einen Brief bekommen. Notfall. Löwenstein wird gestürmt. An alle Bewohner Tyrias. Dies ist eine allgemeine Notfallwarnung. Vor nur wenigen Stunden ist eine riesige fliegende Plattform in den Sanktuumshafen eingedrungen, die Zerstörung bringt und ein tödliches Miasma über die Stadt verspürt. Darüber hinaus wird die Löwengarde von Etterkling Luftschiffen, Portalen der Feurigen Allianz und Streitkräften der Toxischen Allianz überrannt. Einige der Bewohner sind immer noch innerhalb der Stadtgrenzen gefangen. Wir rufen alle verfügbaren Helden auf, bei der Evakuierungsbemühung zu helfen. Löwenstein braucht euch. Wenn ihr könnt, meldet euch bitte sofort bei der Vorstoßlagern in den Gendarenfeldern an der Blutsturmküste und im Lornospass. Okay, ich würde sagen, eines nehmen wir noch mit in diese Folge. Von der Zeit her sollte das reichen. Und, genau, wir haben jetzt noch 18 Minuten Zeit. Was? Gendarenfeldern, Lornas Pass. Gendarenfeldern ist scheinbar das erste. Mal gucken, wie was wir jetzt so machen müssen und wie das so verläuft. Evakuierung von Löwenstein. Begebt euch zu den Toren von Löwenstein, um bei der Evakuierung zu helfen. Okay. Mal schauen. Ja, Instanz betreten. Huh, spannend. Es wird immer spannender. Wir kriegen ein Video. Oh, schaut euch an, wie es aussieht. Voll cool. Ja, so sah Löwenstein mal aus. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob die älteren Spieler, die von Jahren da waren, auf dem Löwenstein mal gespielt haben. Aber es sieht einfach cool aus. Ui, oh nein, da ist das Schiff. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein! Oh, wie schlimm. Boah, da kriegt man einen halben Drehwurm. Uiuiui. Okay. Da sind schon die Fieslinge. Oh mein Gott. Oh nee. Da sind die toxischen Teile und die Albträumlinge. Und da ist dieser Bohrer. Oh mein. Da ist sie. Okay. Wir sind jetzt hier drinne. Ihr Leute von Löwenstein. Hier spricht Scarlet Dawn. Hier geht's lang. Ich würde
Gott, sie lacht sich erstmal zu Tode. Okay, wir machen wieder Stück für Stück. Und wir hätten jetzt noch 16 Minuten. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier lang. Wie gesagt, wir gucken jetzt, wie weit wir noch kommen in dieser Folge. Helft Rox und Braham, das Händlerforum zu verteidigen. Okay. Okay, wo sind die beiden? Sind die da unten? Okay, ich sehe Rox und wo ist Braham? Ah, da hinten ist Braham. Tut mir leid, Braham, ich bin gerade ein bisschen langsam. Licht bringt nichts zum Heim. Okay, helft Rox und Braham. Okay. Sie haben sich mit der falschen Stadt angelegt. Einer regelrechten Invasion aus. Ich denke, ihr habt recht. Die töten jeden, der noch hier ist. Wir müssen die Nichtkombatanten wegbringen. Okay. Wilderkling. Hoffentlich ist der Übergang zum Kanalbezirk noch offen. Das wäre ein Fluchtweg für die Bürger. Ich fliehe nicht. Ich kämpfe. Na gut, dann kämpfe ich auch. Wir auch, wir helfen. Was Miasma-Pegel spricht mit Evon, hey, bei der Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft. Sucht Kiel und Magnus im Fort Myrna auf. Findet Marjorie und Kashmir im Hinterbezirk. Ermutigt die Einwohner, sich evakuieren zu lassen. Okay. Sprecht mit Evon bei den Dings. Dann würde ich sagen, gehen wir als erstes zu Evon. Und da ist ein Bürger. Den beleben wir mal wieder. Da liegt irgendwas. Den müssen wir dann ermutigen. Okay. Und da ist Evon. Hier ist jemand, den wir ermutigen müssen. Ermutigen. Zustand wird besser. Und dich nehmen wir auch mit. Okay, also ich sehe jetzt schon, dass das ein bisschen was längeres wird, was wir dann splitten müssen. Dass das fertig wird, weil sonst wird die Folge viel zu lang. Wir haben jetzt noch 11 Minuten. Du ermutigen. Mich bringt nichts zu Fall. Da oben ist noch jemand. Go, Buddies.
Wir kommen hier raus. Da haben wir noch Soldaten. Ich habe jetzt keinen großen blassen Schimmer, was wir alles für den Erfolg machen müssen. Aber ich würde jetzt einfach mal jeden, der tot liegt, mitnehmen. Aber ich mache das ja dann eh privat alles nach. Also wie gesagt, ihr habt ja hier die Erfolge, die ihr machen könnt. Müsst ihr natürlich nicht. Aber ich finde es ganz interessant. Dann hat man halt pro Kapitel, unter Kapitel bestimmte Sachen, die man machen muss. So, der werte Herr Yvonne. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Ich wollte gerade zum Markt, dann wurde ich getreten. Was soll ich jetzt mit den Karawanen machen? Kommt mit, ich bring euch zum Tor. Wo lang? Hier lang? Okay, kurzen Moment. Ich ermutige die kurz. Hallo Yvonne, wieso gehst denn du jetzt hier lang? Da ist, glaube ich, nicht der Weg. Du musst doch hier hinten lang. Okay, Yvonne möchte lieber noch da rennen. Okay. Wir haben unseren Freund. Müssen wir dann eine Ehrenrunde vielleicht machen und nochmal alle ermutigen, dass sie mit uns kommen, dass sie keine Angst brauchen, haben müssen, und wir ihnen versuchen zu helfen. Okay, wo willst du lang, Egon? Yvonne, sorry. Yvonne will hier lang rennen. Okay, du bist ein bisschen tot, mein Freund. So ein ganz kleines bisschen. Uiuiuiui. Shit. Sehr gut. Okay, mein Freund. Wo willst du lang? Hier hoch, okay. Ist natürlich leider voll die andere Richtung. Aber nicht schlimm. Wir gucken. So, Kilo Marjorie. Oh weh, da haben sie schon den Löwen zerstört. Die Wut ist mein. Ich säcke euch das Fleisch von den Knochen. Bei allem Wind. Oh nein, jetzt haben sie mich umgebracht. Wer hat wenig Leben? Du hast wenig Leben. Echt? Krieg ich dich hin? Yes! Ich brauche noch einen Augenblick. Mist! Schon wieder umgeflogen. Du hast aber wenig Leben. Vielleicht? Vielleicht? Ja! Sehr gut. Nein, nicht schon wieder. Wo ist der Kontrollpunkt? Okay. Bleibt weiterhin spannend. Überall schön Flammen hinsetzen, dass sie alle brutzeln. Ihr böse Fieslinge. Und der macht ja hier den Egon-Wald kaputt. Egon, ich sag als Egon, es tut mir leid.
Na toll, schon wieder umgekippt. Den haben wir. Okay, Yvonne, wir haben es. 5 Minuten haben wir noch. Oh mein Gott, das wird lustig. In 5 Minuten sind wir nie fertig. Niemals. Fertig, niemals. Wo will er denn jetzt lang? Dahin. Scheiße! Na toll. Naja, wenigstens können wir hier in einem Einheimischen auf. Komm schnell. Komm schnell. Okay, hier haben wir noch einen Einheimischen. Müssen wir ja alle mitnehmen. Sollen ja alle Dorfbewohner alle wieder hier ihre Chance bekommen, abzuhauen. Ja, los, Buddy. Renn. Da ist ein Dorfbewohner tot. Wo ist Egon jetzt hin? Hat er es schon geschafft? Er hat es geschafft ohne unsere Hilfe. Sehr gut. Okay. Wo ist der nächste Stern? Wir hätten den hier. Und hätten... Oh. Oh mein Gott. AI Elite feuriger Berserker. Eloni und der Vater. Gut, ich glaube, wir machen erst den kaputt. Wir versuchen unser Bestes. Okay, den haben wir scheinbar auf was Klick. Hier haben wir Cap Magnus. Oh, meine Augen. Ich kann nicht sehen. Ja, wo willst du denn hin? Magnus und Kiel. Wo ist Kiel? Magnus, hier ist Kiel. Hey, geht's euch noch gut? Habt ihr soweit überlebt? Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ab. Geht an Bord des Luftschiffs, Leute. Wir fliegen los. Vergesst den Befehl. Kämpft weiter. Wir halten das Fort. Das glaube ich nicht. Ihr seid verletzt. Das Fort ist verloren. Geht an Bord. Okay, jetzt müssen wir Marjorie hier hinten finden. Okay, wir finden sie. Hier haben wir Löwengarde. Ne, wir müssen da lang. Hier müssen wir lang. Ding, 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 ding. Hier vorne müssten sie. Da ist Kaschmir. Hallo. Wo rennst du hin? Marjorie. Lasst eure Dreckpfoten von Löwenstein. Aber willst du da jetzt erst mitkämpfen? Okay. Best geben. Baboom. Dann haben wir hier noch jemanden. Rest geben.
und schnell heilen. Das Marjorie. Wo ist Kashmir? Wo ist sie dann? Marjorie, wo ist deine Freundin hin? Wo hast du sie gelassen? Wo? Da. Da ist sie an der Tür. Okay. Oh, die armen Leute. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Ihr Beam ist auch in Sicherheit. Ja, schön. Das, so dies wollt, ist schlimmer als der Turm der Albträume. Das Miesma ist tödlich, wenn es zu dicht wird. Aber ihr wenigstens verursacht es keine Halluzinationen. Waren wir nun früher drauf gekommen? Es hätte keine Rolle gespielt. Ich habe gehört, dass Ellen Kiel versucht. Ich bin mir nicht sicher. All diese armen Löflinge aus ihren Häusern vertrieben. Löflinge? Ja, Löwensteiner Flüchtlinge ist so lang. Schaff mir ein paar von diesen Cooler Name. Okay, es hätte keine Rolle gespielt. Ich habe gehört, dass Ellen Kiel versucht hat, den Schiffsrat davon zu überzeugen, die Verteidigung zu erhöhen. Doch sie haben sie nicht ernst genommen. Keiner will glauben, dass das Ende naht. Nun sind sie für eine Tragödie verantwortlich. Alle Einwohner Löwenstand sind entweder tot, auf der Flucht oder sterben gerade. Ja, wir müssen uns darauf konzentrieren, die Fluchtrouten offen zu halten. Das machen wir. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ermutigt Einwohner, sich evakuieren zu lassen. Klar, wir haben getan, was wir konnten. Ihr müsst sofort raus aus Löwenstein. Flucht aus Löwenstein abgeschlossen. Cool. Haben wir das auch geschafft? Okay. Sogar einigermaßen noch in der Zeit. Ich hoffe, es wurde nicht so lang. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt schon mal von dir. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen auf Briefe, Aufzeichnungsnotizen, Drohnen, was ich halt für den Erfolg brauche, jetzt hier mich mal umschauen gehen und schauen, wo ich was finde. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du freust dich aufs nächste Mal. Dann haben wir... Moment, wir müssen gucken, wo geht's dann als nächstes hin, wenn wir draußen sind. Wir müssen auf jeden Fall zum Evakuierungslager dann gehen. Okay, bin ich mal wirklich sehr gespannt, was wir dann so machen müssen, wie es so funktioniert. Auf jeden Fall freue ich mich sehr aufs nächste Mal, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns. Bis dann!